Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und wir haben für diese Kanone die Kanonenkugel gefunden, beziehungsweise wir konnten sie halt erst erreichen, nachdem wir die Schlüssel gesucht und gefunden hatten und hatten zum dem hier einen Zettel gefunden. Warte, wo war das Ding nochmal? Ah, das kann ich ja zerstören. Zack. Einen Zettel gefunden. Warte, ist das eine Etage tiefer? Lasst mich mal kurz schauen. Ja, genau. Hier, ein Zettel gefunden. Der besagt, was wir bereits gefunden hatten, dass es hier so Lichtpfeile gibt, die man die Frequenz nennen kann. Wo ich mich gewundert, wofür brauchen wir? Das ist bestimmt ein Teil eines großen Rätsels und so weiter. Und dann heißt es, das Niedrige hoch, das Mittlere niedrig und das Hohe hat niedrig. So, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welches das Niedrige und welches das Mittlere. Ich weiß, eins ist hier. Ich glaube, ganz unten war noch eins. Das heißt, ich würde den auf Mittel setzen, auf Niedrig setzen. Und die anderen müssen wir halt suchen. Hm, lass mich das hier noch zerstören. So dick, ekelhaft. Und okay, wir müssen noch mehr Lumenkristalle sammeln, weil das zu stark ist. Okay. Aber gut, mit der Zeit finden wir die Kristalle. Das heißt, wir können auch hier die Sachen collecten und hier die Mission machen. Okay, das blinkt auf. Okay, niedrig, niedrig, hoch. Machen wir. Alle ab. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ob eine Schatztruhe sich öffnet oder eine Geheimkammer oder so. Gut, dass wir sie aber nicht mehr suchen müssen. Niedrig. Die nächste. Alter. Keine Lust auf euch. Da machen wir auf niedrig. Genau. Das ist jetzt auf hoch, ne? Ja. Niedrig. Na, komm schon. Ach, da hauptsächlich die beiden sind diesmal zusammen. Aber wo ist das letzte gewesen? Irgendwo hier, oder? Oder da oben? Ist ein bisschen schwer einzuschätzen von dort oben, wenn man gar nicht so eine große Reichweite hat mit der Sicht und so. Aufladen. Aufladen. Aha. Kannst dich zerstören. Ah, okay, so muss ich dich zerstören. Na, komm schon, nochmal drücken. Ah, hier ist noch eins. Ah, ist fies, dass man dann die ganzen Energie benötigt, aber nun gut. Bisschen dunkel, gib mir irgendwas. Ach genau, die bringen ja auch ein bisschen was zurück, zum Glück. So, okay. Das hier war es nicht gewesen, ne? Nein. Achso, ich dachte, ich hätte gerade aufgehoben. Wo ist das dritte denn? Time to scout. Da ist ein Seli. Wo war das denn? Jetzt kann ich mich nochmal da oben teleportieren. Ich würde gerne dieses Rätsel noch machen, bevor wir dann mit uns der Kanone zuwenden. Okay. Teleportieren wir uns nochmal nach oben, triggern wir das Ding. Teleportationspunkt ausgewählt. Und der Hinweis war ja eine Etage tiefer. So. Doch, in die Richtung müssen wir. Bis ganz zum Ende müssen wir hin. Okay, waren wir fast richtig gewesen. Ich hätte nur tiefer reinlaufen müssen. Ach, das gehört sogar zu der Mission. Löse die Sicherung der Geschützverschlüsse auf. Ah, okay, ich dachte, das wäre hier diese Kistenrätsel und nicht die Mission. Darauf habe ich echt gerade nicht geachtet. Nun gut. Wo ist das? Sehe ich's? Ist das das, was leuchtet? Nee, das war das zum Aufladen. Dahinter ist aber etwas. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, wer diese Art von Kristallen benötigt. Oder wie welche Ressourcen man das nutzen kann. Aber kann man ja machen, wenn wir gerade hier sind und hiervon gibt es viel. Ah, okay, da ist es.
Uff. Leave it all to me. So. Kanone ist freigeschaltet. Don't get frostbite. So. Zack, 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 zack. Schutzschild haben wir noch nicht, ready. Nicht so schlimm. Ah, wo bist du? Da bist du. Zack, zack, zack. Ah, Schutzschild immer noch eine Sekunde und dann... Hopp. Nein, das hat sich verzogen. Weil das macht ja auch Schaden. Ja, komm. Jetzt krieg ich doch geschmolzen. Okay, ja. So. Deswegen wollen wir Sangonomiya Kogome weiter leveln, nur da brauchen wir die Perlen, die gibt es nur an einer Stelle. Aber durch die Events haben wir eh keine Zeit, das zu farmen wieder. Okay, ist ja freigeschaltet, genau. Wo müssen wir hin? Die Kanone ist hier links um die Ecke. Da ist die Kanone, genau. Jetzt können wir die Kugel einlegen. Vorsicht, die Kugel ist bereits scharf. Nun, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir den Zünder hier zusammengebaut und an Ort und Stelle geladen. Sagt so etwas nicht, Paimon. Yuki, hilf mir mal. Und zum Glück ist nichts passiert. Nice. Ich sehe auf der Karte... Ach, hier ist noch eins. Gut, wir wollen aber jetzt erstmal weiter. Ziele mit dem Bergsprenger und feuere dann. Ein bisschen höher. Boom! Oh, das war ein bisschen sehr hoch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, noch tiefer. Alter, wie tief kann das Ding denn noch? Ja. Jetzt haben wir es auch geschafft. Noch einmal? Okay. Wir haben's. Ziel getroffen. Wie zu erwarten. Dieser Kletophor weiß tatsächlich, wovon er redet. Wir haben uns so sehr in ihn getäuscht. Hatte ich recht? Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich war diejenige, der zu nervös war. So. Was vor uns liegt. Es ist ein bisschen beängstigend, aber es ist etwas, worauf man sich freuen kann. Sollen wir weitermachen? Nun, lass uns gehen. Gleich nachdem wir diese Katalysator hier collected haben. Nun, dann muss ich gucken, kann ich denn hier? Oh, darum wartet ja schon einer auf uns. Daneben. Hier sind auch noch welche. Auf die Karte gucken. Und hopp. Na, so. Haben wir gesammelt. Jetzt können wir weiter in der Story rein. Wir können tiefer in die Höhle eindringen. Ihr habt sie auf der Karte gesehen, wie sie ungefähr geschnitten ist. Warte, gab es da überhaupt einen Teleporter? Nö. Also. Würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn es da einen Teleporter gibt. So, dann können wir noch gucken, was wir noch an Materialien finden für den Katalysator. Och, Schatztruhe. Nice. Sogar eine legendäre. Gibt immer schön Ruhestein. Ach so, luxuriöse. Ach, schon wieder so ein Monster. Ah, das sind diese Viecher. Lass mich mal schauen, wo müssen wir denn hin? Ja, wahrscheinlich wird es auf diese Richtung hinauslaufen. Nun gut. Was ist das denn? Ach, hier ist wieder so ein Ding. Moment mal, kann ich das mit meinem Katalysator jetzt irgendwie verändern nochmal oder so? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nö. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das reicht nicht aus. Ah, das Ding ist das, was hier so... Hä? Wie viel Schaden hat er denn kassiert? Ja, viel nicht. Uff. Keine Lust jetzt zu kämpfen mit euch. Hier geht's. Ach doch, hier geht's weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Haha, super.
Das heißt, wir müssen gegen dieses große Vieh kämpfen. War ja auch irgendwie klar. So, dann werde ich aber versuchen, vorbeizuschauen. Vorbei. Gib mir ein paar Kristalle. Alter, der ist echt zu mir gekommen. Ach komm, weißt du was? Der geht mir sonst auf den Nerv. Ja, Schutzschild. Alter. So. Hab die falsche Taste gedrückt. Hehe. Ja. Ach komm schon, nee, Alter. Kann doch nicht sein, dass. Ich habe Schutzschild und du verziehst dich. Ja, jetzt ist mein Schutzschild weg. Habe noch dieses kleine. So. Ulti. Zack, 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 zack. Und du verziehst dich schon wieder. So, bisschen näher. Zack, 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 zack. Immer einen Wechsel E-Attacken usen. So. Komm näher. Emma hat die Puppe nicht gebraucht. Die Puppe wurde weggestoßen. Naja, gut. Nicht so schlimm, der ist jetzt gerade auf die Puppe fokussiert. Alter. Ich mag es nicht, an so komischen Kanten zu kämpfen. So. Zack, 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 zack. Na komm schon. Alter, der geht immer so weit weg. Bis ich da bin, ist vielleicht mein Schuschel weg. Und der kassiert keine 400% Schaden. So. Okay. Jetzt können wir das hier nehmen. Das lädt uns doch hoffentlich wieder auf. Nee, diesmal nicht. So, Ausdauer sollten wir ein bisschen aufbauen vorher. Da hinten Seli. Es scheint auch hier ein Loch zu sein. Kurz Dings. Schutzschild haben wir. I'll catch up. Steady as stone. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe einfach gar keine Ausdauer. Oh, dieser Tunnel scheint unendlich lang zu sein. Haben das die Bergleute alles selber gebaut? Ja, dieser Tunnel führt direkt zu diesem seltsamen Kristall, aber er wollte kurz nach seiner Dings Schutzraum und einen Rastplatz. So, ihr konntet das wenigstens lesen. Ich muss halt immer mich erstmal voll darauf konzentrieren, dass ich überlebe und so. Und was immer so schnell runtergeht. Hier ist doch ein Teleporter. Etwas, was hier... Oha! Alter, was wie ist das denn hier? Ey? Holy, das sieht richtig nice aus. Aber warum ist hier ein Teleporter? Der Lumenstein schoss in der Schlucht wie Pilze aus dem Boden, nachdem die Bergleute dieses Ding entdeckt hatten. Das ist definitiv kein Zufall. Von der Art, wie es schwebt und der Form der Zerstörung her, sieht es den Fragmenten des Drachengrats, die Iris erwähnt hatte, sehr ähnlich. Ja, es sind die gleichen schwebenden Fragmente, die du gefunden hast. Vielleicht wird es auch von einem anderen, größeren Fragment angezogen und vereinigt sich schließlich unaufhaltsam mit ihm. Vielleicht ist darunter auch eine namenlose alte Zivilisation begraben, wie das alte Grab auf dem Drachengrat. Was meinst du? Das ist nicht ausgeschlossen. Die Veränderungen in der geologischen Struktur der großen Kluft haben sich beschleunigt. Das schwarze Material, das du auf den Felsen siehst, taucht erst seit kurzem überall auf. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hat das alles mit diesen fließenden Lichtern zu tun und diesen schwebenden Kristallsplitter. Nun, warum? Sie geben mir alle ein unangenehmes Gefühl. Es ist wie das Gefühl, wenn einem schwindelig wird und man sich übergeben muss, wenn man in einer Pferdekutsche fährt oder den Orientierungssinn zu verlieren, wenn man in ein Boot in einen Sturm fährt. Was? Wirklich? Palme fühlt sich gut. Geht es dir gut? Danke für eure Sorge, mir geht es gut. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon früher unter Höhenkrankheiten und Seekrankheiten gelitten hätte. Diese Unbehagen ist nichts. Überfordert dich nicht? Nun, vielen Dank. Ach ja, hast du bemerkt? Um diesen seltsamen Kristall herum gibt es drei seltsame Vorrichtungen. Wir sollten sie wahrscheinlich untersuchen. Was meinst du? Dann dam.
Zerklüftete Steinhalle. Okay. Ist das damit auch gemeint? Nee, ne? Es sieht aber schon krass aus. Erinnert mich fast wie einer der verlorene Statue der Sieben. Auch eine Episode gemacht. Wenn ihr gucken wollt, wie immer oben rechts Isobol klicken bei YouTube, dann kommen die auf die Playlist. Na, lass mich da hoch. Ah, da ist ein Abgrundmagier. Ist das ein normaler Abgrundmagier? Ja. Da oben ist noch so ein Ding. Boah, das sieht so schief aus und das ist halt irritierend, finde ich. Komm, konzentrieren wir uns auf den, weil er wird uns auf jeden Fall entdecken. Der hat ja auch voll die Reichweite, so wie jetzt. Bam! Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Den Schutzschild hast du jetzt weg. Scheiße, was? Zack, zack, zack. Oh, haben wir dich. Solange du auf dem Boden liegst, kannst du nichts machen. Und zack, 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 zack. Ach, Mist. Ich dachte, ich krieg den vielleicht noch erwischt. Alter, so. Richtig gute Sachen gedroppt. Ah, das kriege ich kaputt. Gut. Ich muss nochmal nach oben. So, wir sind ein bisschen aufgeladen. Oh, die ist alleine 2-3 Meter weiter gelaufen. Gott. Wenn der Lumenstein-Katalysator eine bestimmte Stufe erreicht hat, kannst du seine Kraft aktiv nutzen, um Schlammquellen und den schwarzen Schlamm in der Nähe zu zerstören. Schlammquellen der Stufe 2 sind wesentlich robuster und erfordern einen stärkeren Lumenstein-Katalysator, um zerstört zu werden. You don't say. Ich will deswegen hier hoch und das Ding sammeln, weil jetzt müssten wir, glaube ich, genug haben. Lass mich mal schauen. Ist das so heiß? Warum ist die Temperatur so hoch? Heiß? Palme fühlt nichts Heißes. Du hast wohl zu viele Sachen. Gut. Das kriegen wir noch nicht geknackt. Zeige mir die Karte. Finde ich denn irgendwo noch weitere... da ist etwas. Ah, okay. Es ist echt wie auf den Drachen gerade aufgebaut. Alter, das Hochfliegen ist so unrealistisch. Gibt es denn nicht noch weitere von diesen Katalysatoren? Spinne. Ich mag Spinne nicht. Noch ein noch nie gesehenes Monster? Was ist das denn für einer? Ach nö, ist das wie bei Kanomia wieder? Ah, ich mochte die nicht. Speer, Lanzenträger und noch eins. Das kriege ich auf jeden Fall weg. Aktivieren. Ach, Einsatzbuch der Fatui. Zack, 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 zack. Und schmilzt das Ding. So. Ach, du bist mir einer. Gerade wollte ich dein Ding wegschmelzen und dann verziehst du dich wieder. Schutzschild ist noch nicht ready. Ach, ist jetzt auch erst zerstört. Ich hätte mal richtig gucken sollen. Ey. Alter, jedes Mal, wenn ich eine Eisattacke mache. Und das Ding kommt näher. Und Chaos was down. Ich denke, ich muss ausnutzen und mich erstmal heilen, ey. Holy. Zack, zack. So, komm, können wir direkt durchstarten alles. Machen wir das mal mit Angriffen ein bisschen mehr. Zack, zack. Also, geschmolzen bist du schon mal, sehr gut. Deswegen Kokomi Sangonomia leveln. Aber wie gesagt, wir kommen nicht weiter, wenn gerade Events sind. Wir müssen auch in der Story mal weiterkommen. Ah, du hast was gedroppt. Ah, sein Schutzschild hält nicht viel aus, aber wahrscheinlich ist er umso tankier und ich hatte den Enkanomia nicht sogar gedingst. Wie heißt das? Sein Schutzschild schnell wieder aufbauen können? Ich weiß es gerade nicht mehr. Schutzschild zweimal geused und wie ihr seht, macht das auch ordentlich Schaden.
Ah ja, genau, der macht sein Schutzschild immer auch. Das hatten wir schon mal bei den zweiten oder beim dritten Turm. Doch, beim dritten Turm war das bei Enkanomia. Also Event von Enkanomia natürlich. Gesehen und erlebt. Hat ein bisschen länger gedauert, weil wir nicht so stark waren gegen den Elektrotypus, was sie hier haben. Aber jetzt haben wir doch einen Vorteil. Ja, Vorteil auch nicht ganz, aber weil wir zwei Eischaraktere haben, können wir ziemlich gut schmelzen. Der wird, glaube ich, noch einmal sein Dings hochziehen, wenn ich den jetzt nicht down kriege. So. Okay. Okay. Tour können wir collecten. At least good luck doesn't discriminate by clan. Da oben muss irgendwo einer von diesen Katalysatoren sein. Hm, wie komme ich denn am besten nicht hoch? So? Ah, hier zur Seite. Okay. Ach, da oben. Oh Gott, okay. Wie sieht's hier aus? Nö, da geht's nicht weiter. Alter, dass das so schief ist, das ist echt irritierend. Ich werde zwar nicht seekrank oder so, aber das ist echt irritierend. Ich hätte Noelle nehmen sollen. Noelle kann ja besser klettern als Euler, hatten wir mal herausgefunden. An der gleichen Kante, auch in Enkanomia war das gewesen. Euler kann nicht stehen, rutscht halt ab und Noelle kann halt stehen. Fand ich interessant, dass das doch noch so einen Unterschied geben könnte. Ja, das ist... so. Komm. Absetzen. Ich muss kurz warten. So. Gut, dann haben wir das auch. Dann nochmal einmal hier weiter rum herumlaufen. Vielleicht finden wir noch irgendetwas. Wir müssen es auf jeden Fall upgraden. Auf der Karte sehe ich noch nichts. Ja gut, das hat auch nicht so eine große Reichweite. Aber ich glaube, das war es dann auch erstmal. Das heißt, ich könnte jetzt zurückreisen. Oder kriege ich das hier zerstört? Ich glaube nicht. Es tut mir leid, die Luft hier ist dünner, aber mir geht's gut. Willst du das Ding wirklich anfassen? Es sieht nicht gut aus. Ah, okay, das geht. Ah, aufladen. Es scheint, dass ein schwebendes Licht erscheint. Okay, folgendes. Hier, mich aufladen, zack. Wir reisen halt, wie gesagt, nochmal zurück. Graden unser Katalysator hier auf. Müsste ja mittlerweile wieder möglich sein. Ich weiß halt nicht, jetzt von Stufe 4 auf 5 oder 3 auf 4, keine Ahnung gerade, ob er auch schwerere Sachen zerstören kann von diesen Schleimdinger da, wie auch immer. Das habe ich mir jetzt nämlich nicht eingeprägt. Das Energielimit der... Achso, nee, da müsste ich hier gucken. Das Energielimit des Lumenstein-Katalysator wird auf 6 Einheiten erhöht. Aber wir haben genau 8. Material zur Verbesserung von Talenten. So. Was ist hiermit? Wieder 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Okay. Nun gut. Brocken Eisen. Wir sind... Also jetzt müssen wir neu aufladen hier. Gut zu wissen, dass wenn wir upgraden, dass das nicht zwangsläuft, halt auch die Aufladesachen wieder neu auflädt sozusagen. Ja, das ist tatsächlich so ein komischer Dings. Okay. Weiter im Text. Also wir haben nur mehr Kapazität bekommen mit der Energie, als ohne dass es stärker geworden ist. Aber eigentlich sollte das doch machbar sein. Oder muss ich wieder hier zurück zu der ganzen Höhle nochmal alles erkunden, gucken, ob ich wirklich alles gesammelt habe, was ich dann bezweifeln würde. Weil ich weiß auch nicht, wie viel es von diesen Katalysator-Materialien gibt. Aber wir hatten ja grob gerechnet hier. 10 Level wird ja ungefähr, pro Level war ja immer 8. So circa. Das heißt, es müssen ja mindestens 80 von diesen Dingern sein. Es sei denn, man kann dann damit noch irgendwas machen, ne? Aha, so muss ich es zerstören. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Das nächste Mal werde ich mir mehr Mühe geben. Wir alle wissen, dass du das Beste dein Bestes gegeben hast. So. Wie gesagt, die Texte sind ein bisschen zu schnell. Warte, waren wir eben hier schon gewesen? Doch, hier hatten wir doch gegen den Dings gekämpft. Gut. Der nächste Punkt ist da oben. Gibt es hier einen, so ein Ding, wo wir hochfliegen können?
So. Genau, das reicht hier nicht aus. Kann ich mehrfach drücken? Nein, ach, es ist entladen. Ach, wahrscheinlich muss ich das da oben zuerst wegmachen. Können wir ausprobieren? Ne. Ah, komm schon. Oh, dieses Cooldown-Ding von denen. Okay. Achso, naja, die haben gar kein Schutzschild. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Das war richtig dumm von mir. Und zack. Darauf habe ich nicht geachtet. Das war ein großer Fehler von mir. Ulti gewastet. Oh, der hat aber kassiert. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Nochmal versuchen. Ach, lädt das mich nicht nochmal auf? Oh. Natürlich diese Geräusche. Ding, 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 ding. Als hätte man hier beim einarmigen Badin gewonnen. Zack. Time to scout. Krieg ich das so hin? Von oben? Nee. Eine Sekunde noch. Ah, okay. Das nächste. Ach, das ist alles weg. Ah, okay. Ich dachte, man müsste so eine Art Kettenreaktion verursachen. Wie viel brauche ich denn? Warte, kann ich mich hier aufladen? Ja. Nicht mal voll. Okay, wir haben Besuch. Leave it all to me. Don't get frostbite. Zack, 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 zack. Welchen Typ ist der? Wasser, ne? Das sollte eigentlich kein Problem darstellen, wobei. Ja. Elektro wäre natürlich besser. Vielleicht muss ich wirklich von Emma auf Lisa wechseln. Alter, ich sehe nichts, wenn ich so nah an der Wand bin. Ach, wo macht. Achso, doch, Emma hat's richtig gemacht. Ich wollte gerade sagen. Zack, 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 zack. Kea. Hey. Wieso willst du die Ulti nicht einsetzen, Kea? Noch eine Ulti drauf. Zack. Ah. Wenigstens bist du draußen jetzt aus dieser Ecke. Zack. Komm schon. Die Puppe, Ablenkung. Na, komm schon. Na, ich dachte, ich krieg dich noch. Aber du hast mich auch nicht gut getroffen. Schutzschild. Ich möchte nochmal die Kombination mit Eva haben, wo ich eine richtige Damage hatte. Ja, gedodged. Und jetzt können wir Rambazamba machen. Oh. Schild für dich. Ich kann dich jetzt einfrieren. Na, im Wechsel. Oh. Der versucht seinen Attack aufzubauen, aber geht halt nicht, wenn ich das abbreche oder zumindest delaye. Komm schon. So. Ah. Getroffen, aber nicht gut. Nicht so, wie ich es hätte haben wollen. Ah, Cooldown habe ich immer noch auf dem Schutzschild. Komm, ich gehe mein Ulti ready. Zack. Das zieht sich ein bisschen, wenn man nicht die richtige Kombination hat. Ah. Alter. Ah. Ich mache zweimal den gleichen Fehler. So, und dann ist es weg. Kristallen werden ja immer. Sie werden ja immer was. Instabiler? Hust, hust, stöhn. Uff, so ist es besser. Die Luft ist plötzlich viel frischer. Dieses Ding flog weg und trümmerte einen Weg für uns frei.
Oh, du bist so furchterregend. Es ist wie heißt das Wort? Es ist wie die Geistesabwesenheit vor dem Tod. Die Geistesklarheit vor dem Tod, Paimon. Oh ja, klar, immer auf Paimon. Übrigens, Geistesklarheit vor dem Tod wird nicht auf diese Weise verwendet. Sollten wir uns nicht mehr Sorgen um Ji Kuang machen? Ist schon gut. Es war wahrscheinlich nur eine unangenehme Reaktion. Es mag ein bisschen beängstigend wirken, aber es ist nichts. Nimm es bitte nicht zu ernst. Genauso wie gewöhnliche Menschen, die zum ersten Mal extrem hohe Berge besteigen, aufgrund der dünnen Luft unweigerlich in Ohnmacht fallen oder in extrem tiefen Meeren, wo beide Lungen keine Luft bekommen. Das sind alles kleine Probleme, alles Schwierigkeiten, die Abenteuer überwinden müssen. Das ist in Ordnung, wirklich. Was für ein kleines Problem. Bei dir klingt das so furchtbar. Fehlt dir wirklich nichts? Komm uns auch nicht so nah, wenn wir kämpfen. Du bist schon krank. Damit habe ich kein Problem. Bitte unterschätzt mich nicht. Abenteuer zu sein ist ein solcher Beruf, der mit der Gefahr befreundet ist und vom Tod begleitet wird. Wir werden ohne Angst vor Tod und Gefahren geboren. Also, das ist nichts, nur eine Kleinigkeit. Oh, von was für schreckliche Dinge redest du da? Es ist nichts. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Du bist noch nicht sehr weit gekommen und schon redest du Unsinn. Ja, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Gib auf und geh zurück auf den Boden, um dich auszuruhen. Bitte, hör mir zu, es ist ein und dasselbe, nicht zwei Dinge. Was ich jetzt erlebe, ist ja nur ein kleiner Rückschlag und ich kann ihn überwinden. Die Umgebung hier ist nicht rauer als die des Mare Jivaris. Bitte lacht mich nicht aus, aber ich glaube nicht, dass ich Stanley in Sachen Abenteuer viel unterlegen bin. Dann können normale Menschen aus Fleisch und Blut wie ich sicherlich das Gleiche erreichen wie diese erfahrenen Abenteuer, solange wir die Zähne zusammenbeißen. Daran glaube ich und daran werde ich festhalten. Und ich werde mein Bestes tun, um euch nichts runterzuziehen. Paimon möchte dich fragen, ob du dich schon einmal so unwohl gefühlt hast, als du diesen schwarzen, schleimigen, stinkenden Ding ausgesetzt warst. So in Art, nicht sehr schlimm. Spiel es nicht herunter, sag uns die Wahrheit. Ja, aber wie dieses Mal muss ich es einfach eine Weile aushalten. Es ist keine große Sache. Ach, ist dieser Sturkopf so etwas wie der König des Herunterspielens? Woher willst du es wissen, ob du nicht unten kommst, wenn du den Zeug zu lange ausgesetzt bist? Vielleicht fühlst du dich besser, wenn du zurück ins Lager gehst und dich ausruhst? Ich kann nicht zurückgehen. Die Erkundung geht offensichtlich gerade erst los. Ich will uns nicht aufhalten. Geh bitte zurück und informiere das Lager über die neuen Nachrichten. Ja, richtig. Jinwu, Kedivh und die anderen brauchen dich immer noch, um sie zu führen. Wenn du allein in die Tiefe rennst, wer wird ihnen den Weg weisen? Bitte sagt ihnen, welche Gefahren auf sie lauern. Aber keine Sorge, uns wird es gut gehen. Gut, ich verstehe. Hast du das wirklich verstanden? Ja, ich gehe zurück zum Lager und führe sie durch einen sicheren Weg, der frei von schwarzem Schlamm ist, und suche einen sicheren Weg in die Tiefe. Tut mir leid, ich war zu eigensinnig. Halte besser dein Versprechen und halte dich von gefährlichen Orten fern. Puh, na gut, ich verstehe. Ich werde die Anweisung befolgen. Das ist die richtige Einstellung. Yuki, los geht's. So, da ist aber etwas gedroppt. Glänzendes Erz. Luensteinerz. Ach, das ist das Bessere. Ist das Roherz wie das, was Xiongling vorhin gefunden hat? Ja, definitiv. Lass mich mal schauen. Ach, da unten ist es. Vor allem, wie tief das hier noch runtergeht, wa?
Gut, wie es aber weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr die neuen Folgen nicht verpassen. Das heißt, ihr bleibt immer auf dem aktuellsten Stand und gleichzeitig supportet ihr mich extrem gut auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.